Bordas weiterwachsen. Und so viele Bordas, nach 3 oder 4 Jahren ist es so schwer, weil jedes Jahr kommt ungefähr 1 bis 2, nicht anderthalb Kilo Bordas von einem Schaf. Also nach 3 oder 4 Jahren ist es so schwer, dass das Schaf nicht mehr frei bewegen kann in die Berge. Eben wenn es regnet, ist es noch schwerer und dann wird es sterben. Eine andere, also wir müssen das scheren. Vorher, wenn mein Mann eine kleine Junge war, hat die Wolle ungefähr ein halbes Jahr Einkommen gemacht. Also sehr viele irische Pfunde, viele tausend irische Pfunde. Letztes Jahr haben wir 650 Euro bekommen für alle Wolle von 1000 Schafen. Also davon kann man nicht ein Einkommen machen. Also sehr viele Leute fragen uns, warum scheren sie die Schafe, wenn die Wolle keinen Wert mehr hat. Hier sehen Sie, warum wir das machen müssen. Also das für die, die Ungesundheitsgründe, ehrlich zu sein. Nicht mehr für die Preise von die Wolle. Obwohl wir haben gehört, dass dieses Jahr die Preise für die Wolle wieder ein bisschen höher sind, also hochgegangen sind, durchschnittlich ungefähr 1 Euro pro Kilo. Also hoffentlich ist das wahr. Und dann bekommen wir fast 2-mal so viel für die Wolle als letztes Jahr. Sie sehen, dass das Schaf ruhig ist, wenn das auf der Unterrippe ist. Und wir werden immer wieder versuchen, das Schaf zu drehen, dass das ein gutes Gefühl hat. Weil das ist immer ein bisschen anstrengend für das Schaf. Das ist immer ein bisschen nervös. Aber nachher fühlen sie sich sehr gut, weil das ist für das Schaf hier, ich denke, mehr als 2 Kilo Wolle, das von das Schaf kommt. Also das ist wie eine Winterjacke. Sie sehen auch, dass John versucht, das in einem Stück abzunehmen. Das ist einfacher, das hier zu handeln, als dass man alle kleinen Stückchen hat von die Wolle. Also wir scheren die Schafe einmal im Jahr, immer im Sommer. Und dann werden wir wieder genug Wolle haben, wenn das kalt wird im Winter.